Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Neuland. Ja, ich bin einstweilen offscreen zurück zur Base gekehrt, also zu unserer Kiste. Da ein bisschen Eisen durchgeschmolzen und ich würde sagen, wir machen uns mal schnell eine Eisenrüstung, damit wir wenigstens ein bisschen geschützt sind und uns die Mobs nicht mehr allzu viel anhaben können. Des Weiteren müssen wir uns auch noch ein Eisenschwert craften, da dieses ja leider verloren gegangen ist. Bei einem Tod von mir kann man leider nichts machen. Upsi. So, schnell anziehen, dann haben wir die Eisenrüstung am Start. Und hier, darf ich das bitte wieder aufheben? Ah, danke. Gut, da haben wir noch ein bisschen Eisen drinnen, das lassen wir schön in der Kiste hier. Ein bisschen Holz können wir auf jeden Fall mitnehmen, Stein schadet auch nie. Ich habe ein bisschen Zuckerrohr und diese Cattail-Pflanzen hier abgebaut, daraus kann man dann nachher Wolle machen aus diesen hier. Und wir sagen, wir gehen dieses Mal in eine andere Richtung. Einen Moment bitte. So, Entschuldigung. Ich habe kurz mich räuspern müssen und niesen. Das wollte ich euch nicht antun. Wir gehen mal in diese Richtung, habe ich mir gedacht. Da gibt es ja so einen Wald und vielleicht gibt es ja dort die ein oder andere Kuh, die wir, aus der wir Leder gewinnen können. Ich hoffe es doch sehr. Ach, Essen habe ich mir wieder nicht mitgenommen. Spinne, greifst du mich an? Es ist da. Oh, okay. Greifst du mich an? Was? Noch eine? Nein, bitte nicht. Ich dachte, Spinnen reagieren am Tag nicht aggressiv, aber anscheinend habe ich mich da bisschen getäuscht. So, dann schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja jetzt irgendwo eine Kuh. So, die Musik nochmal schnell gestartet. Damit es nicht allzu langweilig ist, wenn ich nur herumlaufe. Diese Cattails, die immer wieder herumstehen. Ah, hier haben wir schon Erz vom Technikmod. Können wir durchaus mal mitnehmen. Ist sicher nicht schlecht für die Wolle. So, da können wir, haben wir Eisenspitzhacke, ja, habe ich sogar mitgenommen, sehr gut. Die kann ich auch nochmal schnell abbauen, die, oh, da ist ein Creeper, nee, ist mir zu gefährlich. Nur für das Kupferzeug ist mir das zu gefährlich. Was ist das hier? Aha, eine Bergwand, die wir noch nicht komplett sehen. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir finden bald irgendwo eine Kuh. Oder andere Tiere, die wir als Essen verwenden können. Oder irgendwas, was wir als Essen verwenden können. Schaut jetzt im Moment nicht so danach aus. Ich kann schon nicht mehr sprinten. Der Hunger ist ein Wahnsinn. Wir müssen uns echt mal eine gute Nahrungsquelle zulegen. So, ja, kein Fallschaden nehmen, damit wir noch so lange wie möglich durchhalten. Ohne dass wir was essen müssen. Oh, das ist ein Zombie. Ich gehe mal hier so in diese Richtung. Okay, das hat mich schon gemerkt. Weiche von mir, Zombie. Stirb. So. Hier haben wir eine Ansammlung von friedlichen Mobs, wie wir auf der Minimap sehen können, aber anscheinend sind das Fische. Alles klar, Fische, die am Land gespawnt sind. Die können wir allerdings als Nahrungsquelle einstweilen mal benutzen. Also einstweilen mal die rohen Fische essen. Sind zwar nicht die, geben zwar nicht besonders viel Nahrung, aber besser als gar nichts. Und jetzt mal eher nicht sprinten, sondern, ja, ich, Schusselkopf, habe wieder mal vergessen, den Timer zu starten. Gut gemacht.
keine Ahnung, wo wir Kühe finden können. Vielleicht gibt es eine Spießung mit Biome of Plenty oder keine Ahnung warum. Ah, ein Clownfisch, hallo. Dankeschön für den tollen Clownfisch. Können wir den Clownfisch eigentlich essen? Ich weiß es nicht. Wir können es ja dann gleich mal ausprobieren. Schauen wir mal, können wir das essen? Ja. Sehr gut. Gibt zwar nicht viel, eine halbe Hungerkeule, aber besser als gar nichts. So, da vorne schaut es vielversprechend aus. Da kommen wir auch schon wieder in ein anderes Biom. Schauen, ob wir da vielleicht die ein oder andere Kuh antreffen. Alles klar. Also Kühe sehe ich jetzt mal keine, aber was bist du denn? Bist ein Lachs? Hallo Lachs. Danke für den Fisch. Blöcke ohne Texturen. Toll. Und Flusspferde. Ich glaube, die sollte ich nicht angreifen. Was ist denn das? Was bist du? Okay, keine Ahnung, was du bist. Oh, greifst du mich an? Okay, notfalls rennen wir einfach weg. Greif mich das an, ja. Okay, das ist zu stark, das ist zu stark. Weg, 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 Abbruch, Abbruch. Ach du Scheiße. Folgt es mir noch? Nein, es folgt mir nicht mehr, gut. Also diese. Oh, da gibt's Kakadu, hallo. Also. Das ist ein Koala-Bär. Moi, ein Koala-Bär. Wie süß ist das denn? Tut mir leid, aber ich finde diese ganzen Tiere einfach immer so niedlich. Was haben wir denn hier? Kühe! Ja! Endlich! Jawohl! Die Suche nach dem Leder ist beendet. Also, noch nicht, aber. Sind das Kühe? Oh, das sind. Ich werde. Oh, ist das denn ernst? Ist denn verdammter Ernst? Kidding me right now. Oh, nein. Nein, 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 nein. Jetzt wird es auch noch Nacht und. Oh. Es war, weil es ein Junges dabei gehabt hat. Also, wenn Tiere Junge haben, dann greifen sie dich sofort an, egal was du machst. Verstehe. Also, wir merken uns, wir halten uns fern von Tieren mit Jungtieren. Oh Mann. Na, dann schauen wir, dass wir die Sachen schnell. Ich hoffe, wir kommen da jetzt halbwegs schnell hin. Ja, ansonsten. Ach, weißt du was? Ich schneide das einfach im Nachhinein. Ich mache kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir bei unseren Sachen sind. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Ich habe mich jetzt ein bisschen schon entfernt von diesen Knus waren das, glaube ich. Keine Ahnung. Und ich sollte mal schleunigst meine Rüstung wieder anlegen. Sonst bin ich gleich wieder ein toter Minecraft-Mensch. So. Dann schauen wir mal da einfach weiter. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo. Das schaut aber nicht schlecht aus. Was seid ihr? Das ist ein Löwe. Oh, das sind Löwen. Nein, nein, nein. Damit lege ich. Den will ich mich nicht anlegen. Wie komme ich denn an Leder ran? Das gibt's doch. Oh, shit, die greifen mich an, oder? Ja. Kacke, kacke, kacke. Warum greift sie mich an? Ihr habt doch gar keine Jungtiere. Was soll das? Autsch. Nicht? Oh, das sind Baby-Zombies. Okay. So. Weg mit dir. Kleines blödes Zombie. Aber ich muss. Oh, shit, der kommt wieder auf mich zu. Ist da? Oh, shit. Ist das ein Werwolf? Was ist das denn hier? Kriegt man nicht auch von Pferdenleder? Ja, das ist es.
Oder? Habe ich jetzt Leder bekommen? Ja, nein. Was bist du denn für ein kleiner, dieser Harald? Okay, kurzer Cut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dort bin. So, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt ein bisschen entfernt von dem Ort, weil anscheinend hat mich ein Löwe angegriffen. Und den zu besiegen ist für mich unmöglich. Und deswegen habe ich mich schnell ein bisschen entfernt und habe jetzt erst wieder die Aufnahme gestartet. Jetzt komm her, du blödes Geil. Als ob. So. Endlich. Halleluja. Hier war gerade so ein Reh-Ding. Habt ihr das auch gesehen? Ach, da ist es. Vielleicht gibt uns das hier Leder. Keine Ahnung. Von welchem Mod kommst du? Ja. Hast du mir Leder gegeben? Nein. Okay. Danke. Für nichts. Oh. Was bist du denn? Wer bist du denn? Oh, Spinne. So, weiter geht's. Schauen wir noch ein bisschen darüber. Nashorn, das gibt uns bestimmt Leder, aber das kann ich bestimmt nicht umbringen. Nein, 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 du darfst mich nicht schon wieder umbringen. Du mieser Harald. Also wenn ich jetzt sterbe, ist die Folge automatisch zu Ende, was der Fall sein wird, glaube ich. Ja, okay. Gut, das war's für diese Folge. Die 10 Minuten sind ohnehin schon um. Ja, wir sind sehr oft gestorben. Tja, gehört dazu zu Minecraft spielen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Die Folge war ja eher durchwachsen, ich weiß. Egal, die nächste wird hoffentlich besser. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.